Hineingestolpert in die finale Folge von Die Simpsons das Spiel. Und ab geht's. Rack haben gesiegt. Ich habe entehrt meine Ahnen. Das Tor nach Springfield ist das einzige, das noch offen ist. Kommt schon, Leute, zurück nach Hause. Sekunde, bin gleich wieder da. Bei Sauron, das darf doch nicht. Oh, schön, dass das vorbei ist. Was gibt's zu essen, Marge? Ich hoffe, es gibt Spaghetti. Jetzt geht's los. Homer, die sind noch da. Ich schätze mal, jetzt können wir nur noch beten, dass Gott uns rettet. Das ist es, Mom. Wir müssen mit Gott sprechen. Lisa, was soll das? Da draußen ist es gefährlich. Ich benutze meine Hand Buddhas und baue aus den Gebäuden in Springfield einen Turm bis zum Himmel. Und dann sprechen wir mit dem einzigen Wesen, das über Matt Groening steht. Gott. Lisa, jeder weiß doch, dass Gott nur den Mächtigen hilft. Ich habe eine Treppe in den Himmel gebaut. Abgefahren. Ich hoffe, die Läden haben noch offen. Wer da? Steht still und saget an. Hey, was soll der Blödsinn? Lass uns durch. Dad, ich glaube, das ist Shakespeare. Weißt du, der Schwan von Avon. Oh, ich liebe Avon. Spare deinen Rat. Er fällt so fruchtlos in mein Ohr, wie Wasser ein Sieb durchströmt. Schluss mit dem John Grisham-Gewäsch, Schnurrbartträger. Lernt Yorick kennen, einen wahrhaft tödlichen Burschen. Hey, Fettsack, hau ihn von seiner Wolke. Warum führt keiner das Wintermärchen auf? Bei dir sind sogar die Zusammenfassungen langweilig. Ja! Wir sehen uns in der Hölle, Shakespeare. Mein Königreich für ein Pferd! Das geschrieben? Ja! Euch zeig ich den Macbeth! Willkommen! Bart ist zurück! Leider, Horatio, musste ich euch den Hintern versorgen. Erstmal musst du immer wieder leben. Immer musst du wieder leben. Ich hätte lieber mehr Limericks geschrieben. Du kannst zwar schreiben, aber nicht kämpfen. Die Pest über eure Hintern. Das Ding, das wir einen Furz nennen, würde unter jedem anderen Namen ebenso schlecht riechen. Schreibt doch hierüber mal ein Sonett. Gleich seht ihr Shakespeare in Wut. Ja. Die ganze Welt ist eine Bühne, auf der ich euch fertig machen kann. Ich nehme dich auf den Arm, auf deine lahme Arm. Oh. Eure Widerspenstigkeit werde ich schon zähmen. Hier ist die Midsommernacht. Ah! So, dann futtern wir uns mal wieder voll. Wer weiß, was noch kommt. Flamme an. Ich bin dran. Okay. Lass mich mal. So, Humor. Noch mal ein bisschen schnabulieren. Gehen wir mal rein. In die himmlischen Gefilde. Der Himmel ist total sen. Oh Gott. Das ist ja wirklich originell. Und dann ist die schon wieder. So, Sammelobjekte interessieren mich wieder.
Jessica was anfangen. Also, hier bin ich hoch. Nur Sammelobjekt. Also, das haben wir soweit. Der Name der gewählten Filme steht nicht auf der Rechnung. Ich sehe schon, wir müssen mit Huma darüber. Dann schnappen wir uns mal Huma. Hier kommt Marge! So, wir haben hier eine Rampe. Wir haben einen Golfkurs. Okay, Doppelsprung. Da hat mich die Kamera getäuscht. Jetzt hier rüber. Hier rüber. Oh, für einen kurzen Moment dachte ich schon. Nein, das hat nicht gereicht. Also, dann wieder. Hier hin. Hier rüber. Hier hin. Das ist das für Unsinn, was ich gerade gemacht habe. Ich muss da hoch. Also, gucken wir mal. Wir müssen da hoch. Also nochmal, wir wissen, wir kommen. Wir sind oben. Nu? Wir bräuchten mal Bart. Wer hat den Haken? Was ist der jetzt? Kurios. Muss ich mit Bart von der anderen Seite da dran? Also wären wir hier. Wären hier.
jetzt kann ich hier rüberschweben. Und die Tore öffnen. Machen wir erstmal die Aliens weg. Dann brauchen wir hier wieder Humor. Aber schon schön, dass wir den extra hier hochgebracht haben. Ich hoffe, der startet jetzt unten. Wieso hier die Rampe, dass man da mit Humor hoch kann, weiß ich nicht. Ist mir ein Rätsel. So, wären wir hier oben. Ich weiß nicht, was mir das bringt. Aber wir können hier oben erstmal den wegmachen, weil der nervt. Gut, den haben wir weg. Muss ich das Tor aufbrechen? Ach nee! Wir machen auf. Jetzt können wir hier mal ein bisschen aufräumen. Machen wir erstmal die Killer-Delfine weg. Und wechseln jetzt auf. Ja. Seid fruchtbar und blühe. Schön, wenn Level einfach Spaß macht. Schließen wir das damit überhaupt? Nee. Gar nichts. Jetzt komme ich mit Bart hier hoch und kann machen, wozu auch immer das gedacht ist. Aha. Jetzt bin ich mit Bart hier oben. Okay. So ein bisschen.
bisschen klareres Level-Design wäre geil. Oder mal Möglichkeit, Gegner anzuvisieren, wäre auch geil. So. Es ging nur ums Sammelobjekt. Versteh's gerade nicht. Also wir müssen da hoch. Ist da hinten. Super, ich bin begeistert. Also, wir haben jetzt hier den Wasserdampf. Das war ja nur offensichtlich das Ziel dieses Bereichs. Jetzt kann ich hier hin. Was seid ihr für welche? Okay, hier kann ich mit March dann was aufbauen. Ach, das sind Opfer für March. Gut, jetzt haben wir... Das soweit. Jetzt muss ich mal gucken, kann ich hier... Ach, ich muss zwei Leute hier rüberbringen. Das Spiel ist nicht gut darin, seine Ziele zu kommunizieren. So, und jetzt gehen wir mit Huma hier hoch. Und das Tor öffnen. Jetzt können wir mit March die fünfjährigen Helfer zum Mob formieren. Und können die das hier aufbauen lassen. Wow, Benjamin Franklin. Wissen Sie, Sie sind mein geistiges Idol. Bitte, bitte dürfen wir vorbei und mit Gott sprechen. Vergiss es, Lisa. Du bist ein größerer Schleim als Thomas Jefferson. Hier oben bin ich Richter und Henker. Es wird Zeit, dass ihr lernt, dass der Himmel ein höllischer Ort sein kann. Okay. Mob. Auf ihn. Fresst meinen Drachen. Wäre ich bloß wieder in Tony Hawk Underground 2. Die Gang. Also immer kleiner klappen. Ich hab mich auf meine Nippelbrille gesetzt. Mein armes Hinterteil. Was? Thank you.
Okidoki. Echt stark. So, machen wir das nochmal. Zum x-ten Mal. So, hier wechseln wir wieder auf March. Reparieren das Gebäude. Machen ihn platt. Ihr Kinder müsst früh ins Bett. Es geht nur um die Benjamin Franklin. Morgenstunde. Schmerz im Mund. Die ganze Welt ist eine Bühne. Na toll, du hast Strom erfunden. Als ob den einer braucht. Also in die Ecke drängen war das Geheimnis. Ach du meine Güte. Gott ist aber kein gutes Vorbild. Kein Wunder, dass man nie was von der Freundin Gottes hört. Ist da jemand? Ich habe kein Geld. Gott, wir sind's, die Simpsons. Du spielst mit unserem Leben und wir möchten gern, dass es aufhört. Unsere Familie, unsere Freunde und unser Zuhause leiden. Ja Gott, früher warst du cool. Nur weil ich gern zocke, heißt das noch lange nicht, dass ich nicht cool bin. Eure betretenen Blicke ernten mein Missfallen. Vielen Dank auch. Aber sowas von. Dann kann ich da jetzt schon mal eine Wette drauf abschließen. So, Spots. Ich brauche keine 6 Tage, um euch aufzumischen. Oh, ne. Oh Gott. Jetzt die Hi! Großartig! Verletzt nur die Gefühle eures Gottes. So. Wollen wir mal die Hi platt machen? Oh Gott, ey, Schön, Loser. Hör auf, unsere Stadt zu zerstören und lass ein paar Antworten hören. Sonst landen deine Spielstände in der Suppe. Nein, nicht meine Spielstände. In Oblivion bin ich doch schon beim Chefgegner. Ich kann nicht wieder von vorn anfangen. Okay, ich tue alles, was ihr wollt. Ist auch besser so. Oh, danke. Na schön, Gott, nicht wahr? Es ist Zeit für ein paar Antworten. Wer sind wir? Hier ist die schlechte Nachricht. Ihr seid Videospielfiguren, die von Computerdeppen in Großraumbüros entwickelt wurden, damit andere Computerdeppen in ihren geschmacklos eingerichteten Zimmern mit euch spielen können. Das wussten wir schon, Birkenstock. Ja, erklär uns den Sinn des Lebens. Okay,
Die Sache ist die, die Computerdeppen, die euch steuern, sind selbst Teil eines Videospiels. Der Planet Erde ist mein bisher umfangreichstes und detailliertestes Spiel. Und das spiele ich 24 Stunden am Tag. Es ist echt cool. Man kann überall aussteigen und sogar eine Familie gründen. Für die Nerds habe ich jede Menge fossiler Relikte eingebaut. Also könnte man sagen, dass euer Spiel, das Simpsons-Spiel, nur ein Minigame in meinem Erdenspiel ist. Könnt ihr mir folgen? Also sind wir nicht nur nicht real, wir sind Figuren in einem Minigame in einem größeren Spiel. Und die Spieler, die uns gerade steuern, sind wiederum Charaktere in dem Spiel, das du spielst. Ihr seid aber nicht in irgendeinem Spiel. Der Planet Erde hat auf Metacritic 96 Punkte bekommen. Aber wieso hast du mich in Springfield das Handbuch finden lassen? Bringt das nicht dein ganzes System durcheinander? Oh, total. Das war einfach ein blöder Unfall. Wie steuert man denn hier die Kamera? Mit den L- oder R-Tasten, oder was? Ach, was soll's, ich hol mir ein Bier. Auf! Das Simpsons-Spiel? Tja, so war's. Versteht ihr? Ups. Ups reicht aber von und hinten nicht, Mr. Leuchtvisage voller Herrlichkeit. Du musst was unternehmen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Gott, mir tut das alles wirklich super leid und ich will einfach nur Oblivion durchspielen, damit ich wieder Zeit für andere Dinge habe. Also, was wollt ihr von mir? Bitte bau unser Springfield wieder auf. Und wir wollen unsere Superkräfte behalten. Verbessere die Arbeitsbedingungen von allen Videospielfiguren. Erfüll mir drei Wünsche. Schön, geht klar, tue ich alles. Und ich mache auch die Spiele sicherer für die Charaktere. Die Dinger sind wohl wirklich zu brutal geworden. Aha. Gott, hast du dich je gefragt, ob du nicht vielleicht selbst nur eine Figur in einem Videospiel bist? Tja, so ein Blödsinn. Ich meine, das glaubst du doch selbst nicht. Wow! Daddy, da guckt mich jemand an! So, und das war die finale Folge von Die Simpsons, das Spiel. Den Sammelkram mache ich jetzt mal nicht, aber... Der Captain, er sagt, meine Ofenmakaroni sind nicht gut... Koch, sei ruhig. So, ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Drückt gefällt mir, wenn es so war. Von mir aus auch, wenn es nicht so war. abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Haut rein. The Simpsons. Da-da!